wir hatten schon noch daran geglaubt, weil wir auch wussten, dass wir noch Möglichkeiten bekommen, ähnlich wie wir es in der ersten Halbzeit hatten. Und als das 2-1 dann gefallen ist, dann ist der Glaube auch richtig zurückgekommen. Das Stadion war dann richtig da und es gab genug Möglichkeiten, selbst sogar noch ein viertes Tor heute zu schießen. Also in der zweiten Halbzeit hat sich das richtig nach BVB-Fußball angefühlt. Wenn du 0-2 gegen Inter zu Hause zurückliegst, ist es natürlich erstmal ja, ein vorzeitig enttäuschendes Gefühl. Ich glaube, wir haben uns das anders vorgestellt in der ersten Halbzeit, aber die Reaktion war umso besser. Ich glaube, die zweite Halbzeit war fantastisch. Wir haben an uns geglaubt, auch als wir in der Halbzeitpause reingekommen sind in die Kabine. Wir waren sauer, dass wir 2-0 hinten waren, aber wir wussten, wir hatten genug Chancen und wenn wir die genutzt hätten, genauso wie das Inter gemacht hätte, dann wäre das Spiel ausgeglichen. Und so sind wir dann auch in die zweite Halbzeit gegangen. Wir haben jetzt hier gewonnen und die letzten zwei Spiele davor konnten wir auch gewinnen. Und das gibt uns natürlich sehr viel Selbstvertrauen, vor allem wenn man die Spiele so gewinnen kann, wie das heute war oder auch gegen Gladbach. Und darum bringt es uns sehr viel Selbstvertrauen und das können wir hoffentlich mitnehmen in das Spiel am Wochenende.